Gefällt dir mal jetzt mal so eine Frage? Gefällt dir der eine oder andere? Ja. Ja? Ja. Ja, ist auch gut. Sind schon okay. Noch ein, zwei da, die mir gefallen. Mhm. Aber. Trotzdem. Trotzdem. Fühle ich mich mit dir am besten. Ich bin gerne in Umuts Nähe. Es fühlt sich sehr vertraut an. Wenn es darum geht, dass ich mich wirklich öffnen muss und über meine Gefühle sprechen muss, dann fällt es mir auch wirklich schwer. Ich sehe nicht jeden Mann als, boah, das könnte potenziell was sein, sondern für mich ist eigentlich jeder Mann potenziell nichts. Und ich glaube, du hast es schon total weit geschafft. Und ich habe aber irgendwie Angst, dass du das irgendwie ausnutzen könntest. Ich habe also, es schon weit geschafft? Ja, hast du komischerweise. Keine Ahnung, du hast nichts Großartiges gemacht, aber wir haben uns einfach gut verstanden. Ja, das stimmt. Und das hat irgendwie ganz gut gepasst. Und da habe ich natürlich schon Angst. Also eigentlich ist es ultra süß gerade, was du sagst. Ja, ich weiß, kannst du nicht so verpacken, aber vielleicht kannst du zwischen meinen Zeilen lesen. Mein Kopf, glaube ich, versucht das Ganze irgendwie noch so ein bisschen zurückzuhalten. Aber wenn ich jetzt nur so auf mein Herz hören würde, dann würde ich sagen, okay, so go for it, mach einfach mal. Also was ich dir auf jeden Fall versprechen kann, ich kann dir immer sagen, wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt jemand anderen interessanter finden sollte. Das glaube ich dir auch, ja. Ja, und ehrlich gesagt, ich bin auch ein absoluter Freund von offener Kommunikation, wenn man sagt, so, hey, ich finde dich gut so und wir schauen mal, was passiert. So, und ich glaube, genau so machen wir es ja momentan. Jo. Deswegen, ja, bin ich voll bei dir. Halt, stopp! Habt ihr schon den Kanal abonniert? Dann klickt hier und zu allen Videos auf YouTube hier.